So langsam glaube ich ja daran, dass es normal ist, dass hier Soldaten in Alarmbereitschaft sind. Oder wäre ich mal dahinter geblieben? Hätte ich wunderbar abfangen können. Okay, vielleicht komme ich hier seitlich ran. Okay. Wobei ich das schon nett finden würde, wenn sie hier in dem DLC quasi, ja, die Tatsache eingebaut hätten, dass den Leuten da schon ein bisschen komisch vorkommt. Wenn halt deren ganzen Kollegen sich nicht mehr melden. Wenn du da eine rauchen willst, dann lass ich dich da eine rauchen. Solange du mich nicht bei der Arbeit störst. Was hat er uns eigentlich nochmal für Hinweise gegeben? Anscheinend bereitet mein Engel ein persönliches Treffen vor. Ich soll in einen Wartungsschacht in der Belltower-Basis gehen. Er sagt, ich käme über eine Bodenplatte in Verladerampe ein, ziehen ein. So wie sich das anhört, scheint es hier Roboter zu geben. Oh ja. Das ist sehr offensichtlich. Ach man, das muss doch nicht sein. Okay, wieder ein paar Pfeile. Das weiß ich sehr zu schätzen. Was ist denn dahinter? Beziehungsweise gibt es hier wirklich etwas hinter. Nee, nur eine große Kiste. Kleiner Sprint auf die andere Seite. Irgendwas hinter. Ne, sieht komplett leer aus.
Okay, das Vieh bewegt sich weg. Heißt, wir können hier vielleicht ungestört hoch. Oh. Vielleicht auch nicht. Möglichst weit aus dem Sichtbereich dieses elektronischen Hundes da unten. Sicherheitsstufe 5. Ja. Nee, das haben wir nicht. Ist auch kein Schacht hinter oder so. Aber ein Sicherheitsterminal. Okay, Minenmatrix lassen wir notgedrungen da. Und das Bier sowieso. Vielleicht können wir über dieses Terminal die Tür öffnen. Schön wär's. Und ach da. Wow, das hat schon geklappt. Schönes Timing. Okay, neben dem Roboter läuft noch einer hin und her. Ist auf der linken Seite was. Na, das ist die Außenkamera. So. Gut, was haben wir für Mails abrufen können? An alle. Diese kurze Mitteilung soll alle daran erinnern, dass die Rifleman Bank Station regelmäßig nicht konfessionsgebundene Gottesdienste abhält. Der Zeitplan ist vor der Kapelle ausgehängt. Außerdem können besondere Dienste für Einzelpersonen oder kleine Gruppe der folgenden religiösen Gemeinschaften und Konfessionen arrangiert werden. Rastafaris, Christen, römisch-katholisch, anglikanisch, protestantisch, mennonitisch, unitarisch, lutherisch. Juden, reformistisch, orthodox, judaistisch, Hindus, smartistisch, schakitistisch, Islam, Sunniten, Schiiten, Shinto, Voodoo, Haiti, Louisiana, Sci-Fi-entology, dietetisch, türmentalistisch, aha. Neuheiten. Lovers of Sight Druiden. Altägyptisch. Wenden Sie sich bitte direkt an uns, wenn Sie teilnehmen möchten, sich aber auf der Liste nicht wiederfinden. Ich tue dann mein Möglichstes. Der Kaplan. Übrigens, wer Basketball spielen, Boxen oder an einer Jam-Session teilnehmen möchte, ich selbst spiele Saxophon, kann mir eine private Mail schicken. Na, da ist doch richtig fürs Wochenendprogramm gesorgt bei denen. Wichtig, bitte lesen. Sicherheitszwischenfälle werden immer häufiger. Muss ich Sie alle daran erinnern, dass dies eine streng geheime Militärbasis ist? Alle Mitarbeiter müssen sich gemäß Zeitplan für ihre zweimonatliche biometrische Sicherheitsfreigabe melden. Diese Scans sind erforderlich, damit unsere Akten auf dem neuesten Stand sind und Sie alle Sicherheitskontrollpunkte passieren können, für die Sie eine Freigabe haben.
Das gilt für jeden in der Rifleman Bank Station, egal ob normale Truppen, Spezialeinheiten, offizieller Besuch, Vorschau oder nicht militärische Dienstleister. Wer von Ihnen nicht kürzlich gescannt wurde, muss sich umgehend im Hauptsicherheitsbüro melden. Jede Verletzung des Sicherheitsprotokolls kann an den Sicherheitskontrollpunkten zieht eine vollständige Untersuchung nach sich. Sicherheit geht uns alle an. Bla. Falls Sie das hier lesen, ohne dass Sie es sollten, betrifft Sie der Inhalt nicht. Okay. Dann werden wir uns nicht im Hauptsicherheitsbüro melden. Verladerampe 2 bereithalten. Andockerlaubnis erteilt. Schiff. Heizenzu. Fracht entladen. Stasekapseln 147 über Fließband B. Andere Fracht wird manuell entladen. Fracht verladen. Stasekapseln ausstehend über Fließband C. Andere ausstehend. Detaillierte Angaben in Kürze. Bitte den Erhalt dieser Mail bestätigen. Freigabe, andocken, bla. Ich habe schon eine Anfrage losgeschickt. Noch nichts Definitives. Erst muss der Sturm abflauen. Anscheinend warten drei große auf das Okay. Außerdem ist die Interlude an VR3 angedockt. Hoffentlich findest du was über das Baby raus. Und es sieht so aus, als wäre mindestens eine von ihnen über TKY gekommen. Tokio, würde ich sagen. Vielleicht kannst du Burke überreden, dass du hier eine kleine Einkaufstour machen kannst. Ich weiß doch, dass du auf kleine Asiatinnen stehst. Dann musst du dafür nicht den ganzen Weg zum Plaza machen. Weg mit dem Zwischenhändler. N. Die eigentliche Mail, worauf das die Antwort ist, war: Hey Nige, gib schon was Neues, wann die Verladerampen geöffnet werden. Meine Schicht ist fast vorbei. Ich will keinen Dienst haben, wenn Sie mit dem Löschen anfangen. Ich habe was von der Zentrale gehört. Es sollen einige Kapseln raus. Ausschuss für OER, Hengsha, THA. Vermutlich knalle ich eine von denen, wenn ich das nächste Mal in Soinana bin. LOL. Jack. Ein bisschen ganz witziger, ja. Ach, das Ding ist noch an. Nee, Kameras können ruhig aus. Auch ruhig beide. Ja, nee, den Roboter, den schalte ich aus. Sollten wir etwas weiter weggehen. Ob er uns dann nachher noch sehen kann, stellen wir fest. Schnell gespeichert und den Typen ausgenommen. Was Sinnvolles dabei? Ja, ein paar Schmerzmittel. So, versuchen wir uns einfach mal hier dran. Na komm, da. Kommen wir doch auch noch ran.
Nee, ich werde jetzt kein... Ach komm. Stufe 6. Böse. Eigentlich war das kein Stopworm wert. So, wo befindet sich denn jetzt der andere? Hier drin war ich. Müsste ich quasi hier drauf befinden. Ah, Moment. Na, so lade diesen leuchtenden blauen Dingern hat es ja mich jetzt nur verwirrt, weil man hier etwas Ähnliches sieht. Scheint aber nichts zu sagen. Oh. Fuck. So, der ist ausgenockt. Und dann steht er doch hier unten rum. Fuck. Nee. Nochmal von vorne. Ich will doch eigentlich die Granate schmeißen. Weil ich davon ein paar mehr habe. So, geht doch. Bringt uns leider nichts, dann fressen wir doch einfach einer dieser Packs, wenn wir halt hier schon einen kriegen. So. Jetzt kann ich mir hoffentlich... Ah, auch gut. Vielleicht brauche ich auch gar nicht zwei Kisten oder so aufeinander stapeln. Naja, ich möchte so oder so hier jetzt erstmal hochklettern. So, ja, komm schön mit. Was befindet sich da denn drin? Ich kann es nicht erkennen. Was? Der Roboter ist wieder aktiviert. Okay, das ist nicht in Ordnung.
Jetzt kann ich ihn aber auch, glaube ich, problemlos auf freundlich schalten. Hyperstim, ja. Brauchen wir ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich gehe mir hier im Moment noch mal ein paar Kisten suchen. Irgendwo kommt. Okay, kann keiner entdecken. Wie sieht das aber eigentlich aus? Hier Ebene 2, Burks Büro. Das ist mit der Leiter und dieses Level 5 Ding. Ist das sonst nochmal eine Verbindung zu? Außer hier hinten Treppen. Okay. Wir könnten also den Weg hier ziemlich abkürzen. Ah. Wie es aussieht, kommen wir hier einfach an den Lasersperren vorbei. Das Ding hacken wir jetzt trotzdem. Okay. Diese Bodendinger gefallen mir ja mal gar nicht. Und irgendwo dahinter muss hier in der Wache sein. Ich halte das aber mal für einen sehr guten Punkt, um mal einen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.